Als nächstes habe ich mich mit Katrin Mühlenthaler verabredet. Sie war schon mal bei uns in der Sendung und hat hier am Weihnachtsmarkt einen Stand, wo sie ihre selber gemachten Taschen und Schäl verkauft. Schau jetzt! Hallo Katrin, da bin ich glaube richtig. Willkommen an meinem Stand. Schön hast du es. Danke vielmals. Wie läuft es? Hast du viele Taschen und Schals verkauft? Ja, schon viel verkauft. Taschen, aber noch mehr Schäl. Weil es ist halt kalt und nass draussen, gell? Du hast so viele verschiedene Materialien und Formen. Wie kommst du auf deine Ideen? Das weiss ich eigentlich gar nicht. Also oft nehme ich einfach ein Stück Stoff oder irgendetwas und dann wird das zusammengestellt. Und so entsteht das. Oft entsteht es einfach beim Machen. Ich habe nicht unbedingt Muster, wo ich immer das Gleiche mache. Darum ist jedes Stück ein Unikat und ein Einzelstück. Also jedes machst du nur einmal? Jedes mache ich nur einmal. Aber hast du auch schon gehabt, dass sich zwei Frauen gerade auf die gleiche Tasche gestürzt haben und dann... Das habe ich auch schon erlebt. Aber ich mache nie zwei gleiche Stücke. Genau aus dem Grund, weil ich es eben nicht wirklich zeichne. Und dann stresst das mich. Und Stress tut mich nicht gut. Ja, das verstehe ich. Weil wir kennen deine Geschichte ein bisschen. Vor zwei Jahren hat uns Katrin erzählt, dass sie über ein Burnout zum Nähen gekommen ist. Und da schauen wir jetzt noch mal kurz rein. Das Nähen ist für Katrin Mühlenthaler nur ein Hobby. Sie ist eigentlich Aktivierungstherapeutin. Zu den Aufgaben gehört die Alltagsgestaltung der Klienten, Gedächtnistraining machen oder auch Wohlfühlmomente bieten. Aktivierungstherapeutinnen gibt es daheim, bei den Klientinnen daheim oder auch Institutionen wie Altersheim, Psychiatrien, Schulorganisationen. Wir kochen mit den Leuten, kochen, backen, essen, Ausflüge machen, in den Zirkus gehen, wandern. Wir probieren Hobbys aufzunehmen. Ich bin schon mit jemandem geholzen, ich bin mit jemandem schon Hühnerstall, Hühner mischen. Je nachdem, einfach, was die Biografie hergibt. Jetzt genießen ist sowieso. Jetzt wird das Leben noch etwas genießen. Ja. Mir gefällt einfach, dass ich morgen zum Haus rausgehe und ich weiss nicht genau, was mich antrifft. Vielfältigkeit. Die verschiedenen Menschen interessieren mich sehr, die verschiedenen Biografien. Aber mit denen auch sehr sachte, behutsam umzugehen. Dort hilft mir meine Hochsensibilität, wo ich wirklich das weiterbringen kann. Und die Leute relativ gut spüren. 2010 übernimmt Katrin eine Kaderposition. Diese Stelle bedeutet viel Verantwortung. Weniger direkten Kontakt mit den Klienten, mehr planen, Sitzungen und Teamleiten. Das hat mich natürlich gereizt, im Kader zu sein. Ich bin eine qualitätsverantwortliche Aktivierungstherapeutin geworden bei einem Grosskonzern. Ich hatte 30 Altersheime unter mir, also sprich einfach die Aktivierungen. Ich durfte Mitarbeiter führen und in der ganzen Schweiz herumreisen. Das war natürlich cool. Das war eine mega Arbeitslast, aber ich habe die gearbeitet. Weißt, am Morgen um 5 Uhr auf Chur an einer Sitzung. Beim Retourweg bin ich in Zürich an einer Sitzung und dann zurück im Berner Oberland. Ich habe das geschafft, das hat gefackt. Das war wirklich, das ist einfach mega. Mit Leidenschaft habe ich gearbeitet. Aber es war zu viel. Ich wollte es nicht wahrhaben, dass es mir eigentlich zu viel ist, dass ich das eigentlich nicht schaffe. Ich habe einen Red Bull gekauft und getrunken, um mich aufzupeppen. Ich habe Traubenzucker geschleckt, wo es gar nicht mehr gegangen ist. Und ich habe noch schwarzen Kaffee getrunken. Ja, dann ist der Tag gekommen, den ich einfach nicht mehr mögen. Es ist nicht mehr gegangen. Ich bin im Bett geblieben liegen. Ich konnte nicht mehr kontrollieren, sei es Urin oder Stuhl. Ich hatte keine Kraft mehr, ich konnte nicht mehr aufstehen. Und die Ärztin hat gesagt, entweder geht ihr in eine Klinik, oder ihr müsst jetzt psychiatrische Hilfe annehmen. 2016 wird ein Burnout mit Erschöpfungsdepression diagnostiziert. Jeder Stolz war weg, jede Freude war weg. Ich war dort wirklich nur noch ein Häufchen allein. Aber ich habe mich dann entschlossen, mich bei einer Psychiaterin zu melden. Aber heute kann ich sagen, es war der beste Schritt, den ich gemacht habe in meinem Leben. Hilfe anzunehmen, professionelle Hilfe, mich dieser Therapie zu stellen, meine Muster anzuschauen vor Psychiater, wo mir wirklich gesagt hat, was für Muster dass ich gelaufen bin. Ich habe mich definiert, wenn ich leiste, habe ich mit den Leuten gerne. Ja, darum habe ich so viel geleistet. Ich habe mir Liebe eigentlich erkauft. Und dort hat sie mir dann aufdecken, hey Katrin, Gott liebt dich einfach so, wie du bist. Einfach Katrin. Du musst gar nichts leisten. Es ist okay. Und das hat mich entlastet. Ich muss sagen, hey, es ist ganz gleich, was ich leiste.
Gott hat mich gerne als Kathrin, so wie ich bin. Und dort konnte ich auf den Eis aufschnaufen. Einfach mal sein. Mehr als 10 Monate ist sie arbeitsunfähig. Sie holt ihre Nähmaschine wieder hervor. In der Therapie kam heraus, dass ich wirklich meine Kreativität wie vernachlässigt habe. Und dann habe ich angefangen zu nähen, habe schönen Stoff gefunden und habe dann mal einfach angefangen aufzunähen für mich. Dann hat es meiner Freundin so gut gefallen, dann habe ich ihr eine genäht und dann ist es weitergegangen und weitergegangen. Mein erster Beruf ist Damenschneiderin. Ich habe den wohl auch darüber müssen lernen. Es war eigentlich für mich Zwang, ich hatte diesen Beruf überhaupt nicht gerne. Aber heute, rückblickend, bin ich froh, dass ich Schneider gelernt habe, weil ich weiss, wie man mit Materialien umgeht. Also ich stelle jetzt hier mal mir etwas zusammenstellen. Und zwar muss für mich immer so ein bisschen Ton in Ton passen. Mich jetzt aus dem Schwarzen, dem Kupferigen, so würde ich eine Loop nähen. Dazu gibt es eine Tasche aus Kork, kombiniert mit Kalbfell. Und die Innentasche würde ich machen aus einer über 100-jährigen Leine, die bei einer Hausräumung hier in der Nachbarschaft ist, vorgekommen. Darum ist es für mich schwierig, Kürze zu machen, weil ich es nicht erklären kann, was in meinem Kopf alles abläuft. Also es entstehen einfach Bilder und aus diesen Bildern entstehen auch Produkte. Seit 2017 arbeitet Kathrin Mühletaler als selbstständige Aktivierungstherapeutin. Diese Arbeitssituation entspricht ihr viel mehr als die davor. Ich mache alles selber, von der Buchhaltung über die Werbung, Offerten schreiben, Planungen. Ich arbeite im Moment 80%. Ich bin nicht 80% bei den Klienten, weil eben das ganze Administrative ist ja noch da. Ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich bin einfach auskunftspflichtig den Angehörigen gegenüber. Und das macht mega Spass. Grüße. Ja, da müssen wir schauen. Ja, wir finden schon eine Lösung. Aufträge wären ganz, ganz viel da. Ich könnte 24 Stunden, 7 Tage in der Woche arbeiten. Das möchte ich nicht. Ich habe mir selber ein Raster zweckgelegt mit den Stunden, mit den Einsätzen. Die ich mache. Das heisst, ich mache eigentlich keine Samstag-Sonntag-Einsätze. Ausser das ist ein Notfall von jemandem, den gehe ich natürlich. Und zu oben am 7. ist fertig meistens. Und am 9. zu oben tue ich mein Handy abstellen. Ich muss mich selber so managen, weil sonst bin ich wieder gefährdet, in ein Burnout hineinzugehen. Oh, das ist aber kalt. Kathrin ist mit Kurt verheiratet und sie haben 2 erwachsene Söhne. Seit dem Burnout sind sie vermehrt zu zweit mit ihren Velos unterwegs. Neben dem Nähen ist natürlich das Velofahren eine ganz gute Sache, die ich auch in der Therapie gelernt habe, bewegen, raus. Ich habe früher immer gesagt, Sport ist Mord. Ich habe zum Glück das Velo entdeckt. Ich habe meinem Körper auch so noch etwas Gutes zu tun. Früher war es manchmal unter dem Druck so gereizt. Ich durfte gar nichts sagen. Gerade vor Arbeit musste ich viel zuhören. Und heute ist es einfach auf eine Art, es ist viel gelöster. Viel gelöster, hat mehr Freude, ist weniger irgendwie so ein Druck von Erfolg. Früher wollte sie wirklich einfach Erfolg haben und etwas darstellen. Und spannend ist im Ganzen, heute hat sie Erfolg, und zwar sehr viel, aber ohne, dass sie eigentlich krampft dafür. Es kommt einfach. Es wäre aber leicht, wieder in alte Muster zu fallen. Ich sehe die Not, ich sehe die Einsamkeit dieser Leute, die Hilfsbedürftigkeit. Und zugleich bin ich auch und ich weiss, meine Leidenschaft, mein Gehen, mein Macherherz. Und ich wirklich mir manchmal bewusst auf die Bremse stehen und sage, Kathrin, aufhören. Dann muss ich auch wirklich aufpassen und mir immer wieder in Erinnerung rufen, ich brauche auch das Kreative, dass ich abschalten kann. Und dann hocke ich halt die Nähmaschine und nähe etwas. Und dann bin ich wieder in meiner Welt und bin wieder bei mir selber angekommen. Das ist kein Problem, Kathrin, jetzt den Stand schnell allein zu lassen, mit mir dann Blühwein trinken.
Nein, ist absolut kein Problem. Ich habe ganz eine liebe Schwester, die jetzt meine Stange hütet. Und ich vertraue ihr hundertprozentig, dass sie das super macht. Und ich wäre nicht erstaunt, wenn ich zurückkomme und sie ganz viel verkauft hat. Da ziehen wir es ein bisschen länger. Machen wir. Du, aber allgemein, du als Leistungstyp, ist das nicht schon nicht immer ganz einfach, Verantwortung übergeben, oder? Nein, ist nicht immer ganz einfach. Also jetzt hier fällt es mir nicht schwer, weil ich Vertrauen habe zu ihr. Aber wenn es um meine Klienten geht und der muss Sachen abgeben, dann fällt es mir schon schwer. Was hast du gelernt seit deinem Burnout? Was hat sich verändert? Dass ich mir selber mehr gönne. Dass ich mich besser spüre und dass ich achtsam bin, mit Stress umzugehen. Dass ich genug schlafe und dass ich mir auch etwas Gutes tue und dabei kein schlechtes Gewissen habe. Das klingt nachher eine schwierige Lektion zum Umsetzen. Das war eine ganz schwierige Lektion. Ich war auch tief unten in diesem Burnout. Ich hätte nie gedacht, dass das mich so verwünscht. Aber ich bin dankbar, ich wäre wie eine Schnütze durchs Leben. Und wie hast du das hinter dir lassen oder die Muster wie verändern? Das war natürlich ein Prozess, der über anderthalb Jahre gegangen ist, als ich in der Therapie war. Und so. Und da bin ich fest froh, dass ich die Therapie so machen durfte. Das ist nach einem langen Weg, den du hinter dir hast. Das ist sehr lang. Das ist sehr lang. Ich will nicht sagen, ich bin schon am Ende dieses Weges. Ich bin immer noch am Lehren. Heute stehst du aber wieder mit viel Energie vor mir. Du arbeitest, glaube ich, 80%. Du nähst ganzen Haufen. Du bist jetzt hier am Weihnachtsmarkt. Ist es nicht ein bisschen ein Weihnachtsmarathon? Nein, weißt, ich liebe das. Schau, die Lichter an, die Leute, die fröhlichen Gesichter, das ist für mich auch ein bisschen Lebenselixier. Ich liebe halt die Weihnachtszeit, die kann man niemandem nehmen. Und diese Freude, die teile ich mit dir.